AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, geehrte Kollegen und sehr geehrtes Publikum! Das bundesrepublikanische Engagement in Afrika stand bislang unter keinem guten Stern. Und es sieht nicht danach aus, dass es zukünftig anders sein wird. Es ist sicher kein Zufall, dass bis heute ein durch keinerlei Nachweis belegtes Zitat des Bundespräsidenten Lübcke sinnbildlich für unser Verhältnis zu Afrika stehen soll. Seine angeblichen Begrüßungsworte: sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger, hat man damals noch nicht als Beleg für Rassismus gebraucht, sondern als Sinnbild für den alten weißen Mann, der im armen Afrika milde Gaben verteilt. Dass sich diese Legende so zäh halten kann, belegt zudem, dass Nachkriegsdeutschland jedes Gefühl für echt weitläufige Real- und Geopolitik total verloren hat. Wurde in der Weimarer Zeit noch das sogenannte Kolonialmandat vom Völkerbund zurückgefordert, herrscht in der Bundesrepublik mehr und mehr ein gutmenschlicher Hyperprovinzialismus, der so gar nicht merken will, dass insbesondere die Franzosen ihn an der Nase herumführen. Diese tischten den Deutschen mit der EWG seit 1957 nicht nur eine Freihandelszone für Industriewaren, analog zur damaligen EFTA, auf, sondern auch einen dicken, fetten Agrarfonds und als Krönung eine Art Kolonialfonds, der freilich Entwicklungsfonds hieß, aber vor allem den französischen Einfluss in den ehemaligen Kolonien sichern sollte. Diplomatisch geschickt fügten die Ex- oder immer noch Kolonialherren dem Ganzen dann noch das Yaoundé-Abkommen dazu. Pikanterweise benannt nach der Hauptstadt der ehemaligen kaiserdeutschen Kolonie Kamerun. Die Verlängerung des Entwicklungsfonds erfolgte dann alle 5 Jahre. Namengebend waren dann die Hauptstädte der Ex-Musterkolonie Togo und zuletzt auch Benin, unter Einbeziehung von mittlerweile rund 80 Staaten der Dritten Welt. Die Bilanz ist im Großen und Ganzen verheerend. Die dabei vorgetäuschte Lernwilligkeit, meine Herren Minister, es fehlt nur noch der Minister Seehofer und die Frau Merkel, dann ist die Regierungs- und Anklagebank in der Hinsicht perfekt und komplett, führte immer nur zur Umetikettierung und Verschwendungsfortsetzung. Das muss ein Ende haben. Wir schließen uns dem seit 2008 unerhört verhallenden Bonner Aufruf und seiner Folgekonferenzen an. Keine endlosen Gentransfers durch eine wie auch immer umgetaufte pseudopartnerschaftliche Entwicklungszusammenarbeit, sondern radikale Umstellung auf reinen und echten, universellen, aber gegenseitigen Austausch von Bürger-, Wirtschafts- und Kulturinteressen. Nicht mit Hilfe schädlicher Regierungselitenunterstützung oder zweifelhaftester NGOs vor Ort verhindern wir den Abermillionen-Exodus, gerade auch der Afrikaner nach Europa, sondern durch konsequente Innen- und Außenpolitik, wofür eine AfD hierzulande noch immer ganz alleine steht. Machen auch Sie mit beim Aufhören, meine Herren Bundesminister. Und Sie, liebe Wähler da draußen, auch. Dankeschön. Setzen Sie bitte Ihre Maske auf. Während das Pult vorbereitet wird, wofür ich mich bedanke, ein Hinweis an alle, die unsere Debatte hier verfolgen. Wir sind hier in einer parlamentarischen Debatte und die Anordnung ist so, dass hier vor mir die Fraktionen in ihren Reihen sitzen, rechts von mir aus gesehen die Regierungsbank ist und links von mir aus gesehen der Platz des Bundesrates. Wir sind hier nicht bei Gericht, hier gibt es also keine Anklagebänke. Das Wort hat der Kollege Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion.